Ein echter Berg im äußersten Osten Österreichs mit toller Natur, Kraxelei zu einer interessanten Höhle, spektakulärer Aussicht und einer offenen Schutzhütte, den siehst du in diesem Video. Eigentlich wollte ich ja nur testen, ob die frisch reparierten Sohlen meiner alten Bergschuhe tatsächlich halten. Neuer Bug? Neuer Bug versus alte Bug. Israel hat neue Schuhe und ich habe alte Schuhe. Ja. Und beide werden wir jetzt ausprobieren auf einer komplett neuen Tour in einer Gegend, wo wir noch nie gewesen sind, nämlich auf dem Hohenzollmer Berg. Doch dann hat uns eine Gegend regelrecht verzaubert, von der wir das überhaupt nicht erwartet hätten. Hast du genug? Das heißt, habe ich genug von dir, oder was? Genug Strom? Ich habe genug Strom, ja. Wegen weil was? Nachdem wir jetzt die da habe hernavigieren müssen, ist jetzt ein bisschen... Ah ja... Also ich will nichts verschreien, aber die Burg klingt sich sehr bequem. Israel hat diese schöne Tour aufgesucht und weiß auch, wo wir hingegangen, ja, gell? Ja, links. Den Schildern nach. Und? Noch bei Tageslicht. Das ist jedenfalls das Rote Kreuz, ist sehr nahe, oder? Oh ja, das ist schon rot. Auf zu, man spürt das kaum. Und sagen wir, haben es drauf, he? Hat man jetzt schon Aussicht? Ja, viel muss man da auch nicht tun, um sie über die Landschaft zu erheben. Pflanze. Pflanze? Ja, ein paar Holder halt, ne? Wir müssen nur aufpassen, wir müssen dann irgendwann da recht auf. Israel übernimmt die Führung. Ja, ja. Das dauert noch ein bisschen. Da ist sogar ein Hund da unten in Hundsheim. So, ich glaube, wir müssen da rechts rauf. Wir schauen jetzt wieder auf die Karte schaust. Ui. Nauf. Sensationell. Reger Flugbetrieb herrscht schon, ne? Ich glaube, wir haben das Pech immer, wenn wir wandern, dass irgend so ein Wappler in so einem Luftsprudel durch die Gegend fährt. Ja, geht's mal ganz schön bergauf, ne? Aber es sind glaube ich 100 Höhenmeter oder so. Oder 200? Wer weiß das schon? Also, über deine Tourenvorbereitung müssen wir noch reden. Nein, müssen wir nicht. Und ob die neuen Schuhe eine weiße Wahl waren, das werden wir auch erst sehen. Wieso? Weil du drast durch am Stand. Ja, ich glaube, den Weg, wenn es da feucht ist, den kannst du auch vergessen. Hm? Ja, da ist wahrscheinlich nie feucht. Darum ist das da auch ein Trockenrasen. Bis jetzt hat mich der Hohenzollmer Berg doch einigermaßen überrascht. Das wird wohl das Zwergenloch sein, oder? Das müssen wir uns aber anschauen. Du hast uns dann zur Schule mit einer Climbing-Sohn gekauft. Hm? Schau schon. Schau, wir haben es reingefummst. Das Zwergenloch, ja? Das ist leicht. Wie weit geht's da? Das weiß ich nicht so genau. Und da wird es sogar etwas höher. Kannst du stehen? Da herinnen kann man dann sogar stehen, ja? Aha. Und da ist er schon aus. Guck, 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 guck. Sehr gut. Aber da muss man auf alle vier. Es ist sehr feucht herinnen, ja? Ich hab's geschafft, dass ich mir meinen Schädel nicht angehört habe. Aber als Einhorn ist man da ja besonders sensibel. Da kommen wir um, oder? Da kommen wir um, ja. Das ist ja lustig, hä? Wartet ja ein felsiger Aufschwung auf uns. Ja, wir lernen, Berg gibt's auch ohne Alpen, gell? Ja, bislang bewähren sie die Big Bog. Meine kann ich auch nicht beschweren. Ja, der Unterschied ist, meine haben ein Hundertstel einer Tube Kraftkleber gekostet und deine 99 Euro. Haben wir überhaupt richtig gesagt? Also, das Stelle ist bald vorbei. Da haben wir ja, da oben mehr als die Hälfte. Ne? Wie ich Weg sicher kann. So, fertig. Bin Israel. Bin ich gar nicht mehr gewesen, so ein Anstieg. Nachahmen sei empfohlen, diese Tour. Aber wirklich in der Richtung zu begehen. Im Abstieg empfühlt sich das eher nicht. Der Hexenberg, oder? So steht es geschrieben.
auf 397 Meter. Aha. Trotz nicht einmal 400 Meter kann sich der Exenberg einer wunderschönen Aussicht rühmen. Viel Ebene zum Sägen, aber trotzdem. Ja. Ja. Ja, schon irgendwie eine coole Atmosphäre da herum, gell, mit diesen Wacholdern. Alt wäre ich da nicht, jedenfalls nicht in dem Gewand. Entweder gehen wir weiter oder wir ziehen uns was an. Wir gehen ein bisschen weiter links, damit wir den Weg finden. Ne? Das ist illegal schon wieder. Das soll ich schon navigieren, dann glaubt man das nicht. Ich will ja doch nur auf den Weg. Ja, ja, das ist kein Weg. Eh Weg genug, ne? Ruhe ist Wandel, der Flurschaden sollte das eigentlich besonders sensibel sein, oder? Aha, aha. Im Naturschutzgebiet sollte man sich genau deshalb unbedingt ans Wegegebot halten. Wir sind einem veröffentlichten GPX-Track gefolgt. Als wir bis zum Hexenberg keinen Weg gefunden hatten, haben wir den nächsten Steig laut Karte anvisiert. Was sieht man da hinten? Das ist schon Bratislava? Das ist schon Bratislava, ja. Hey! Im letzten Sonnenlicht. Also für alle, die das noch nicht kennen, die mir nicht glauben, die alpinen Regionen haben was Besonderes zu bieten. Nein, manchmal gibt es ja ganz überraschend noch was ganz was Tolles. Schutzhütte, das klingt doch gut. Ja, die Tour ist echt ein Geheimtipp, das stimmt. Aber klein, wenn wir da ein Video bringen, dann werden wir den Massen so über den Berg wechseln. Genau. Was ist dieses Kreuz da vorne? Hm? Gipfel! 480! Das ist ein 480, mit einem Gipfelbuch sogar. Was krabbelt er auf seiner Uhr, Madame? Höhe 481 Meter. Dann müssen wir uns doch eintragen, oder? Wir müssen uns total eintragen. Aufpassen, dass den Bikini-Berg nicht davor blast. 1. März 2022. Mhm. Wirklich sehr neu. Also zur Feier des neuen Gipfelbuchs erstiegen der Hunsheimer Berg. Das 7. Dann sind wir heute die Ersten, die da oben was einschreiben. Mhm. Wart, wart, Hilfe! Ich warte schon so schnell ich kann. Ja, warte noch schneller. Ich habe schon den Geschwindigkeitsrekord im Warten gebrochen. Da drüben ist eine Hütte. Wo? Ja. Ah! So. Ah. Tatsächlich, die Hütte. Schau, da gibt es auch eine Spendenbox. Das machen wir, oder? Da spenden wir. Ja, absolut. Was gibt es zum Trinken? Eine großartige Hütte. Das weiß ich nicht. Ich will nicht unbedingt was trinken, ich will was spenden. Das ist nicht ausgelegt. Glimpfschlitz ist leider nicht genau. Schneller geeignet. Warte, spür mal Scheinwerfer. Der Ankel ist dir sicher. Und? Ja, ägyptische Spende. Sensationell. Nichtraucher mit Uhr und allem drum und dran. Die ist ein Lebensretter. Super. Boah, mir sind die Finger kalt, das ist ein Wahnsinn. Das Licht ist leider nicht so gemütlich, die Hütte ist super gemütlich und wunderbar. Ja, sechs habe ich jetzt auch schon. 2 Grad. Zum Glück habe ich vorgesagt und ein bisschen was mit, das muss man jetzt ansehen. Das schaut aber auch gut aus. Oje. Oh ja, jetzt geht er zu. Sehr gut. So, Israel, haben Sie deine Schuhe bewährt? Ja. Ausgezeichnet. Sind noch, ich kann nur damit gehen. Hm? Meine ja, die haben tatsächlich gehalten, das gepickte Klumpert. Ja, und den Rest der Tour ersparen wir jetzt euch, weil wir machen noch ca. 2/3 von dem, was wir vorhaben, jetzt in der Dunkelheit. Und das hat keinen Sinn, das jetzt noch zu filmen, da bleibt auch keiner mehr dran. Ja, ja. Und von daher, also, ich bin schon dabei. Ich bin Israel. Und vielleicht sieht man es einmal auf einer anderen Tour.